Ich finde es so random übrigens, dass dieser, also einer der schönsten Titel des Soundtracks, einfach mal so random an dieser Stelle spielt. Mhm. Tja. So. Ich habe immer ein bisschen Angst, aber ich will jetzt auch nicht alle 2 Sekunden speichern. Tach. Ja, du kannst schön klettern. Aber du kannst auch schön fallen. So. Nee, hier ist gar kein Hebel. Ah, das sah aus wie einer. Aber irgendwas muss hier doch sein. Das kann doch sonst nicht. Hä? Das ist doch jetzt... Also, irgendwas muss doch hier sein. Hier war doch auch ein Gegner. Die stellen doch hier nicht einen Gegner hin, wenn sich das nicht lohnt, hier zu sein. Da oben. Okay. Und der Gegner hat natürlich auch ein Medipack fallen lassen. Das aber in der Wand steckt, wo wir nicht rankommen. Ja, wobei ich denke, wenn du ganz nah an der Wand stehst, könntest du es kriegen. Ja. So absurd das ist. So... Es war gut, dass ich gespeichert habe. Böse. So. Jetzt haben wir diesen Nebel auch getätigt. Sehr viele Sprungrätsel hier. Jetzt hast du jetzt nämlich mit diesem Hebel diesen Leuchter weiter runtergesetzt, okay, und kannst in das Gemälde springen. Alles klar. So interpretiere ich das jetzt mal. Wir wollen aber lieber mal den safen Weg runternehmen. Ja, klar, das sowieso. Na, das ist nicht so safe. Da müssen wir echt jetzt wieder zurück. Ach, guck, da ist das Medipack. Ja, das meinte ich. Okay. Aha. So, warte mal, der Leuchter. Ging der vorher auch schon so? Kann natürlich sein, dass die jetzt alle tiefer hängen. Ja. Das glaube ich nämlich auch. So. Ah, shit. Ich dachte, es wäre weit genug. Falsch eingeschätzt. So. Wo bin ich jetzt? Wieder oben. Du musst wieder einen Hebel drücken und wieder das Medipack holen. Ah. Ich hatte irgendwie gehofft, ich hätte danach nochmal gespeichert. Ich auch. Nun. So, gleich. Warte mal, was ist eigentlich unser Ziel? Gerade. Wir wollen das Spiel durchspielen. Nein, Es gibt halt 2 Baustellen, sag ich mal. Zum einen natürlich dieser Kamin da, dieses Kaminding, was wir geöffnet hatten vorher. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, in dieses Gemälde reinzukommen. Ja. Da unten. Dafür müsste ich aber erst auf den Dings. Und der war, es war zu nicht weit genug, normal zu springen. Also werde ich jetzt mit Anlauf springen. Es war nicht weit genug, normal zu springen. Du bist aber auch nicht von der Kante abgesprungen. Ach so. Sicher. Ziemlich eigentlich. Okay. Ja. Ja. Okay. Ich meine, ja. Diese Momente, wo man sich einfach nur aus Prinzip richtig freut, dass man mal recht hatte. Schlüssel! Recht hat man mal immer jemand. Aha. So, was ist das für ein Schlüssel? Es ist der Schlüssel, Bibliotheksschlüssel, okay. Genau, den brauchst du später noch. Und dann jetzt praktisch nochmal auf den Leuchter hoch. Ja. Wobei es auch den Wasserbereich gibt. Aber der ist wahrscheinlich für später. Ich würde jetzt einfach nochmal da auf diesen Außenbereich mit dem... Genau. Ja. Da mit dem Fenster da. So, da kann man doch bestimmt von hier aus schon hin. Gucken wir mal. Ja.
So, und jetzt kann man hier nämlich um die Ecke. Oh, da geht's ins Wasser. Interessant. Hebel. Ja. Sir Tür. Was ist das alles? Da unter Wasser ist auf jeden Fall ein Secret. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, gucken wir mal danach. Wahrscheinlich ist keins da, aber... Irgendwas muss da ja sein. Fackel vielleicht? Ja, ja, bin schon dabei. Ah. So. Da ist ein was zum Reintauchen. Da ist etwas. Was ist es? Es ist... Granaten sind es. Und gegenüber war noch was. Ja. Da ist er. Der Goldene. Wir haben aber den anderen irgendwie noch nicht. Ich dachte, wir hätten den schon. Da war ein Hebel. Der Jadefarbene ist immer der letzte. Nee, ich meine, der Weiße. Den haben wir auch schon. Nee. Doch. Doch. Ach, das habe ich nur nicht gesehen. Du musst... Ah, nee, ich kann. Ich dachte immer, ich komme nicht wieder raus aus dem... Menüchen. So, einmal auftauchen, bitte. Einmal auftauchen zum Mitnehmen. So. Yeah. So, vermutlich jetzt durch die kaputten Fenster. Da ist Venedig dann doch schon zum Teil unter Wasser. Also, untergegangen. So. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt in dem Außenbereich, wo auch die Leitern waren, die ins Wasser gingen. Mhm. Und ich denke mal, der Bereich ist dafür da, naja, für wenn man sich in den Kamin fallen lässt, bevor man den Bibliotheksschlüssel hat, damit man wieder in diesen Raum zurück kann. Achso, also jetzt brauche ich das gar nicht. Ich denke mal, wir müssen nicht zurück. Wir haben ja den Schlüssel. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wo es weitergehen könnte. Hier nicht... Hm. Was haben wir denn da für Hebel betätigt? Was haben die gemacht? Da vielleicht? Also nee, da sind wir doch hergekommen. Ja. Hm. Bücher. Oh. Interessant. Das heißt wohl, dass wir, dass das hier wohl der Bibliothekseingang ist. Vermutlich. Bibliothekschlüssel. Bibliothekschlüssel. Geh doch mal was lesen. Geh doch mal lesen. Kind. Bücher. Ja, so sehen Bibliotheken im Kopf der Entwickler aus. Die denken, da liegen überall nur Bücher auf dem Boden rum. So ist das bei Informatikern. Die haben noch nie echte Bücher gesehen. So. Ich darf Witze über Informatiker machen. Ich habe selbst mal Informatik studiert. Das ist wie wenn man Kaya Jana selber... Kurde oder Türke ist, ich weiß es gerade gar nicht. Und dann Witze über Türken machen darf. Er hat einen Medipack an seinem Fuß, das ist gegen den Fußpilz, den er hat. Also. Aha. Okay. So, hier haben wir jetzt die geilste Kerzen. Ja. Ja. So, Leute. Ich glaube, die Bücher sind, die Bücherregale sind wie Leitern, an denen man hochklettern echt? Kann. Ja, tatsächlich. Tatsache. Da wäre ich nie drauf gekommen. Krass. Oh, und Ratten haben sie ja auch. Die sind auch lesen. Die sind auch lesen. Leseratten. Ja, genau. Och, komm. Oh, da jetzt. Okidoki. Boah. Und es scheint auch völlig normal zu sein, dass bewaffnete Leute in der Bibliothek rumlaufen. Es gibt hier offenbar sehr wertvolle Bücher. Oder wir haben es mit Bücherdieben zu tun. Mit Bücherjägern. Büchergangster. So. Welche Tür hat sie sich jetzt geöffnet? Die war schon offen. Nee, die andere, oder? Genau.
Die sich immer an den Wänden verstecken wollen. Immer wieder so ein Lemon Tree im Innenhof. Da ist aber noch eine Tür verschlossen. Okay. Hier kann man doch bestimmt jetzt wieder hochklettern. Nee, da sind Holzwände. Aber da. So. Ich weiß nicht. Wäre es vielleicht klüger, erst in den anderen Raum zu gehen? Ach du, ich dachte, der wäre schon, da wären wir schon gewesen. Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Und ich habe halt so in Erinnerung, dass es da, wo du gerade hochklettertest, dann rausgeht. So viel zu klüger. Schittikowski. Ja, müssen wir den Abschnitt wohl nochmal machen. Medipack vom Fuß aufheben. Fußpilz. Medizin. So, und hier waren die Leseratten. Wo war es jetzt? Wo musste ich hochklettern? Hier. Da, genau. Ja. Ich glaube, das ist zumindest konsequent. Also so absurd es natürlich ist, dass man Bücherregalen hochklettert, ich glaube, man kann wenigstens an allen hochklettern. Ja gut, das ist schön. Wo es denn da gibt. Nicht so absurd wie bei The Bell, bei dem Level, wo du halt diesen einen Baum hochklettern konntest und sonst keinen. Und man den hat einen den, oder keinen. Und man hat diesen Rückwärtssprung von diesem Baum aus dann auch nur gepackt, wenn man über den Baum hinausgeklettert ist. Weil es bei diesem einen dann ging. Ja. So, hier ist das Hebelsche noch. Genau. Und dann Medipack noch. Oh. Also Medipack nehmen, meine ich. Ach so. Ich sehe das immer nicht. Es ist ganz schlimm. So, jetzt kommen hier die dicken Typen angelatscht. Wir speichern mal. Wie sie halt krass am Ballern sind, ne? Ja, super. Für den letzten Schuss war es natürlich dann zu wenig. Aha. Nur, dass ich jetzt das kleine Midi-Pack, was ich eben genommen habe, schon direkt wieder abgeluchst bekommen habe. So. Hier ist halt wieder so ein Innenhof und wieder eine verschlossene Tür, die sich aber öffnet, sobald wir dran vorbeilaufen. Eine sehr freundliche Tür. Eine Gentleman-Tür. Aber irgendwie gerade nur zurück ins Wasser. Hm. Ist, glaube ich, aber anderes Wasser, ne? Können ja mal gucken. Weil ja irgendwas ist. Ist. Och, Clara. Ärger mich nicht. So, was ist, Sieht aus wie ein Gefängnis. Da kann man nicht hoch. Ah. Ja. Das nächste Secret, also das letzte Secret des Levels ist praktisch gerade hinter dir. In, irgendwie in sehr großer Nähe zu diesem Gebäude. Ich kann dir nicht sagen, wo genau. Ich, ist vielleicht auch besser so. Und da unten konnte man auch noch drunter tauchen. Uah! Ich habe mich gerade gefragt, warum mein Fuß so komische Bewegungen macht. Aber es war eine Ratte. So, hier liegt... Was ist das? Was zur Hölle war das denn? Da drunter. Erstmal da drunter gucken. Da ist nix. Echt. Echt, ey. Echt, ey. So. Na, das Level kommt mir jetzt aber länger vor als das letzte. Also so generell einfach länger. Ich denke, das ist es auch. So, was ist das jetzt? Kann ich da irgendwas machen mit? Oder kann ich das... Ne, es sieht irgendwie gerade nicht danach aus. Okay. Interessant, das sieht mir aus wie so ein Zünder. Ja, das ist deine Gelegenheit, das letzte Secret wegzuspringen.
Okay. Und das letzte Secret, wie gesagt, irgendwas mit dem Gebäude hat es auf sich. Hm. Das ist diese Stelle, wo ich in meinem LP halt das Secret einfach weggejagt habe. Ja, da ist es. Ja, aber ich konnte diesen Zünder nicht benutzen, selbst wenn ich es gewollt hätte. Vermutlich, aha, weil uns... Ui, ganz viel Schrotflintmunition. Schön, oder? Vermutlich, weil uns irgendwie Zündschlüssel oder sowas fehlt. Ach so. Es gab ja drinnen noch einen weiteren Gang, wo man da die Bücherregale hoch konnte. Und man braucht diesen Zünd... Also wir müssen das schon machen. Nur jetzt hätte man das wahrscheinlich nicht zu früh gemacht, hätte man das Secret nicht bekommen. Genau, genau. Wir müssen das machen. Wir müssen das sprengen. Das gehört zum Level. Wusstest du das eben, als du mir geraten hattest, bei dem Bücherregal noch nicht hochzuklettern? Ja, ja. Okay. Deshalb habe ich dir dazu geraten, weil ich halt dachte, das verhindert, dass ich dumme Scheiße mache. Also genau das hast du gedacht. Ja, ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ohne es böse zu wollen. So ein berechnendes Arschloch, ich lass mich scheiden. Davon müssen wir erst heiraten. Wann? Ich will dich nur heiraten, damit ich mich scheiden lassen kann. Solange du nicht nur heiraten willst, damit du Witwe sein kannst, ist mir das Recht. So, Ja, hier ist wieder so ein Fenster. Oh. Ja. Er schießt die einfach schon aus Prinzip kaputt. Genau, und das Fenster führt jetzt halt praktisch in den Bereich über dem Garten. Und deshalb wollte ich, dass wir da zuerst unten durchgehen, damit wir nicht von oben was sehen, was unten liegt und was wir nicht mehr bekommen. Okay. Ohne Umweg. Dö, dö. So, und das ist jetzt dieser... Warte mal, wenn ich jetzt... Muss da rüber, oder? Wahrscheinlich. Okay. Sah aus, als wäre es nur Verzierung, das ne? Das ist bestimmt der... Die Romeo und Julia Balkon. So. Ach nee, die sind gar in Venedig, oder? Doch, doch. Wo sind die nochmal? Sind die in Florenz oder in Venedig? Florenz, glaube ich. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube Florenz. So. Och, wir müssen da... Hä? Ja, da müssen wir jetzt runter. Da waren wir auch, glaube ich, noch nicht. Denn die Fenster sind ja nicht zerballerbar, oder? Doch, aber wir haben es nicht getan. Also ist das dahinter wahrscheinlich ein Raum, wo wir noch nicht drin waren. Doch, doch, da bin ich ja eben hochgeklettert. Ach so, wir hätten einfach... Wir hätten einfach hier durchgehen können. Nur was bringt uns das? Hier draußen ist nichts. Die Tür ist zu und wir können hier nichts machen. Ah, ich weiß es wieder. Okay. Wir müssen vom Balkönchen aus dann über diese Mauer, wo jetzt die Tür ist. Ja, okay. Dann mal los. Also, ja gut, aber dann sind wir ja wieder da, wo wir vorhin waren. Wir haben ja immer noch nicht den Schlüssel für den Zünder. Das ist jetzt ein anderes Gewässer. Ach so. Ich kann das nicht auseinanderhalten irgendwie. Ja, es ist wirklich ein bisschen kritisch in einem Level. Ich glaube, ich... Also ich weiß es nicht mehr, aber ich denke mal, in meinem LP habe ich mich auch hoffnungslos verlaufen. Der Anfang ging von deinem zweiten Tomb Raider 2 LP aber relativ zügig. Also als wüsstest du das alles noch relativ gut. Ja, relativ gut, aber halt nicht genau. So wie jetzt halt. Ja. So, So, hier war wieder diese Rampe und da müssen wir rüber und jetzt von dem Balkönchen aus darüber. Na, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich von da aus. Ah. Denkst du, da kann man stehen? Ja, ich denke schon. So, und jetzt hier rüber und dann haben wir hier so ein Gebäude. Interessant. Das ist ein neuer Bereich, ne? Mhm. Diese herbe Enttäuschung auf der Zunge. Sie schmeckt so pelzig. So. Ja. Es ist ein schwimmendes
Ein schwimmendes Haus. Ein Hausboot. Ein Bootshaus. So. Was ist hier los? Oi, oi, oi. So. Wie ungelenk sie sich auch drehen, ja, zu dir hin. Fast so schlimm wie ich. So, was ist das denn? Das ist der Zündschlüssel bestimmt. Aha. Aha, hier ist ein kleines Öfchen. Yay. Yay. Hier möchte ich eigentlich gerne bleiben. So, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Da ist zur Durchgang. Der wahrscheinlich aber zu bleibt, richtig? Weiß ich nicht. Nee. Ach. Medipack. Und wie? Und wie? Krass. Ja, diese ganzen, diese 5 Schrotflinten-Munition, die wir da bekommen haben für die 3 Secrets, einfach mal irgendwie nur 5 Schuss waren. 10. Also, es ist in jedem Schrotflinten-Munitionsding sind 2 Schuss drin. Also. So. Habe ich echt schon 70 Mal gespeichert? Krass. Ja. Willkommen zurück. Wir haben, ne? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ihr noch mitbekommen habt. Die Festplatte war vollgelaufen und es hatte, glaube ich, ein paar Sekündchen nicht aufgenommen. Wir haben auf jeden Fall den Zündschlüssel, den Sprengschlüssel. Sprengmeister. Und müssen jetzt zurück zu dem Zünder. Ich weiß jetzt allerdings gerade gar nicht mehr, wo der nochmal war. Mhm. Gegenüber. Also wenn du wieder reinläufst ins Gebäude, dann die große Tür gegenüber. Ah. Ich dachte, da würden wir zu dem anderen Raum kommen. Kann irgendwie diese Innenhöfe nicht auseinanderhalten. Da müsste jetzt ein offenes Fenster sein. Ach so. Ja? Nee, da haben wir den Schlüssel ja her. Ach so, dann ist es jetzt der Raum gegenüber. Ja. Nee, dann ist es der, dann ist es, ja, schon durch. Richtig. Geradeaus, jetzt rechts oder links. Je nachdem, wo eine große Tür ist. Da ist keine Tür, hier ist auch keine Tür. Da, die ist zu. Ja, dann hinter dir. Dann hinter dir. Okay. Ah ja, stimmt. So. Nee, Moment. Hä? Jetzt bin ich auch verwirrt. Nee, hier war ja nur der Hebel, oder? Ich... Dann ist es eine von den anderen Türen. Es ist... Warte. Die mit dem Tisch. Die mit dem Tisch war es, glaube ich. Ja, da sind wir richtig. Da waren wir gerade. Da haben wir die Aufnahme angefangen. Ja. So, Genau. Genau. So, und zum Zünderlein. Hey. Lara darf was in die Luft jagen. Sie freut sich. Ja. Was mit euch denn? Was? Ich weiß doch nicht mal, wo das herkommt. Ja, nee, das bringt jetzt nichts. So. Ja, das ist jetzt wieder dieser Bug. Bei dem Musikstück wird es natürlich ein bisschen nervig. Ja, allerdings. Mhm. Boah, ich hoffe, das ist jetzt nicht das ganze Spiel durch so. Mhm. Das wäre scheiße. Ich denke schon. Ach, nee. Na gut, müssen wir wohl ertragen. So. Da geht's nicht weiter. Wir halt hier alles zerstört haben. Na komm schon. Komm, Lara. So. Und mein Leben blinkt schon wieder. Ist ja fast wie das Internet im Jahr 2000. Nein!
Och Mann. Ja, und da in dem Raum wäre jetzt praktisch das Secret nicht mehr gewesen. Ja, wenn verstehe. Wir ihn eingesammelt hätten. Nicht eingesammelt hätten. Es. Ich fange den Satz nochmal von vorne an. Nein, wir wissen schon, was du meinst. Ich fange den Satz nicht nochmal von vorne an. Boah. Es fuckt ab. So, wir sind auf dem Dach. Da hinten ist der Balkon, wo wir den Typen abgeschossen haben. Ich gehe erstmal auf die Seite, aber ich denke. Oder? War das doch richtig? Ich glaube, es ist das Levelende. Oh, das ist natürlich lecker. So ein Levelende. So neben für zwischendurch. So, oh. Yay! Und wir haben wieder alle drei Secrets. Also langsam könnte man ja fast meinen, dass mit dem 100% Secret Run könnte was werden. Oh, ich sag sowas lieber nicht. Nein, 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 nein. Okay, Leute, bis zum nächsten Level. Ciao. Ciao.